Hallo ihr Lieben, von mir gibt es heute das zweite Update für die Aufbrauch-Challenge Körperpflege 20 Pen Battle mit den Mädels. Ich verlinke euch die Mädels alle unten in der Infobox. Und falls ihr das Intro mal sehen wollt, schaut es euch doch gerne nochmal an. Ich verlinke es oben in die Ecke. Und auch das erste Update und dann schauen wir mal, wie es gelaufen ist. Ich glaube ja, es ist ein bisschen mehr gegangen als das letzte Mal. Fangen wir gleich an mit dem ersten. Das war das Palmolive Chocolate Passion. Diese Body Butter, die habe ich ja als Badeschaum genommen. Und ich habe, wenn meine Sprüche so ziemlich stimmen, mindestens 10 Mal mitgebadet. Also jetzt ist es auf jeden Fall leer. Eins abgehakt. Dann das zweite war das Lavera exotische Duschgel. Falls es euch interessiert, es waren ursprünglich 273 Gramm in dem Chocolate Passion und jetzt die Verpackung sind noch 34 Gramm. Ja, das zweite ist das exotische Duschgel von Lavera. Ich finde, es riecht sehr gut, ein bisschen dezent, aber ich finde es auch von der Pflegewirkung her sehr gut. Deshalb kann ich es auch nicht für die Badewanne nehmen. Es schäumt null und es löst sich auch nicht gescheit auf. Ist auf jeden Fall nur was für die Dusche. Und die Zeit kommt jetzt noch, wo ich doch dann auch mehr dusche als vorher. Meistens bade ich ja. Und das ist also hat gestartet mit 224 Gramm, dann waren es 220 und jetzt sind es noch 210. Also da tut sich noch nicht so viel und ich weiß auch nicht, ob ich das packe, das aufzubrauchen. Aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Na, gucken wir mal. Das dritte war der Milden Körperschaum, also eigentlich Körpermousse mit Arganöl. Scheint anscheinend jetzt momentan wieder im Angebot zu sein bei Aldi. Ich weiß nicht, Milden ist, glaube ich, nicht unser in Aldi, also wahrscheinlich Nord. Das ist sehr pflegend, aber ich mag den Geruch überhaupt nicht. Und es ist quasi aufgebraucht. Ich kann höchstens nochmal die Hände mit einschäumen und hat jetzt noch 63,2 Gramm. Ich habe es noch nicht abgehakt, weil noch, hört ihr das? Ein ganz kleines bisschen drin ist. Und ja. Für einmal Füße langt es vielleicht noch. Einmal Füße, einmal Hände. Und ja, gestartet war der mit 164 Gramm und jetzt sind wir bei 63,2. Das vierte ist Balea Professional Beautiful Lawn Shampoo. Das ist das hier, mit dem wird es auch ein bisschen schwer, aber ich versuche mich dran zu halten. Das startete mit 250 Gramm, dann waren wir bei 224 und jetzt sind wir bei 195. Und ich habe auch heute meine Haare wieder mitgewaschen. Das ist nicht schlecht, aber irgendwie gibt es bessere. Sagen wir mal so. Aber an sich, die Tube finde ich nicht schlecht. Also um es auch mit zum Sport zu nehmen zum Beispiel, ist schöner als jetzt so eine Flasche. Da hätte ich jetzt doch mehr Vertrauen, dass das nicht aufgeht, als bei so einer festen Flasche. Ja, weiß nicht. Also, vielleicht würde ich mir es sogar nachkaufen, aber im Moment möchte ich das jetzt erstmal wegbekommen. Das fünfte ist Garnier Wahre Schätze. Die Maske mit der Kokosmilch, die für meine Haare gar nichts tut. Ich habe es jetzt mit zum Sport genommen und wenn ich in die Sauna gehe, mache ich vorher diese Maske drauf, aber ich finde, da tut sich nicht viel. Gestartet bin ich mit 309 Gramm, dann hatte ich noch 294 und jetzt bin ich bei 276 Gramm und ich glaube, die Chancen gehen null. Also ist echt noch viel drin. Seht ihr das? Ich glaube, die Chancen gehen null, dass ich die packe. Aber ich werde es versuchen. Vielleicht fällt mir auch noch was anderes ein, was ich mit der machen kann, aber im Moment nicht. Das sechste ist der Balea Reinigungsschaum. Der hatte das letzte Mal 169,69 Gramm und hat jetzt noch 151,66. Hier kann man ungefähr sehen, wie viel noch drin ist. Der verbraucht sich halt auch ziemlich langsam, ne? Also ich nehme ihn jetzt auch nicht jeden Tag, sondern eigentlich immer nur, wenn ich bade. Und habe ihn jetzt aber auch schon mal als Rasierschaum verwendet. Und ich muss sagen, das geht gut. Als besser wie das John and Len Duschgel, Duschschaumzeug, das ich da beim letzten Aufgebraucht-Video hatte. Also dafür kann man das auch gut gebrauchen. Auch das Blaue, das habe ich auch schon getestet.
Schauen wir mal. Ich werde versuchen, es aufzubauen. Ich hoffe noch, ne? Also es sind jetzt ungefähr 30 Gramm weggegangen seit Beginn des Battles. Das ist natürlich nicht die Welt, aber jetzt, wenn ich das noch als Rasierschaum zusätzlich verwende, könnte funktionieren. Die 7 ist das Balea mit Zellenreinigungswasser. Das hat also auch schon noch ein bisschen abgenommen jetzt. Da waren wir das letzte Mal bei 261 Gramm, sind wir jetzt noch bei 204. Und das ist also auch so ein Ding, ich kann das nicht nehmen, ich vertrage es einfach nicht und kriege Pickel davon. Ich habe es versucht zwischendurch zu nehmen. Jetzt habe ich es für die Pinselreinigung verwendet und so hoffe ich, dass ich es aufbrauche. Ich weiß nicht, ob ich es packe bis zum Ende, aber so werde ich es auch jetzt letztendlich verbrauchen. Die Nummer 8 ist das Garnier Skin Aktiv mit Rosenwasser. Und das ist diese Hautcreme, diese Tagescreme, die echt nett ist. Sie riecht gut. Sie lässt sich gut verstreichen, fettet nicht, lässt sich auch gut unter dem Make-up verwenden, aber ich kann sie nicht im Gesicht auftragen. Ich vertrage sie nicht, kriege auch da wieder Pickel davon. Jetzt hatte ich sie im Dekolleté aufgetragen, auch da habe ich Pickel gekriegt. Jetzt habe ich sie für die Hände und für die Füße verwendet. Und da ist im Moment noch 32,26 Gramm drin. Vorher waren es 50,65 Gramm. Das ist also ein Minus von 18,39. Und die ist also bis zum nächsten Mal leer. Das ist kein Thema, aber jetzt noch nicht, ne? Dann habe ich die Nummer 9, Edensimila Vitamin C Serum. Das finde ich auch eigentlich ganz nett. Aber ist selber, ich kriege Pickel davon. Kann man das erkennen? Es steht jetzt so ungefähr, ich sehe selber nichts. Hier ist es jetzt, hier stand es, als wir angefangen haben, irgendwo, hier oben. Das kann man halt immer nur tröpfchenweise verwenden. Ich vertrage es nicht gescheit. Ich habe jetzt den Tipp bekommen, das für die Lippenpflege zu verwenden. Das werde ich jetzt ausprobieren. Und das ist so ein Wischiwaschi-Kandidat. Also das hatte das letzte Mal 45,72 Gramm und hat jetzt noch 43,26 Gramm. Ein Minus von 2,46. Was ist drin? Ich kann es nicht lesen, es ist so klein. Ich glaube 15 Milliliter. Ja, 15 Milliliter. Und es ist ein Glasflakon. Also schauen wir mal. Auch hier Vichy-Vachy-Kandidat. Was ich hoffe, dass ich leer bekomme, ist das Jula Cura Eye-Mousse. Das waren das letzte Mal noch 26,48 Gramm und hat jetzt noch 23,72 Gramm, also ein Minus von 2,76. Und ja, was wird so eine Verpackung wiegen? Ich weiß es nicht. Also drin waren 15 Milliliter und ich verwende es eigentlich immer, wenn ich in der Badewanne bin, manchmal auch zwischendurch, wenn ich es halt in die Finger kriege und es mir auffällt. Ich habe es extra hingestellt, dass ich es auch ja sehe und es nicht vergesse. Aber da bin ich froh, wenn es leer ist. Und da habe ich gute Hoffnung, das kriege ich auch leer irgendwie. Dann die 10 Proben. Fangen wir an mit Balea Dusch und Creme. Das ist die hier, da ist noch nicht viel raus. Die habe ich jetzt erst einmal beim Sport verwendet. Riecht sehr gut, finde ich auch gut pflegend. Das startete mit 62,71, dann hatte ich nichts verbraucht und jetzt sind wir bei 57,51, also minus 5 Gramm. Aber ich denke, das kriege ich weg, auf jeden Fall. Dann Nivea Pearl und Creme, die ist fast leer. Das ist diese Dusche, die gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Die habe ich irgendwo im Schrank gefunden. Die hatte das letzte Mal noch 43,52 Gramm und hat jetzt noch 31,28 Gramm. Und wenn ich das so gegen das Licht halte, würde ich sagen, es ist also noch so viel. Also einmal duschen ist noch drin und dann ist die vermutlich leer und dann wird die also vermehrt genommen. Ich denke halt immer nach der Sauna ist so ein Ölbad nicht schlecht. Und habe ich jetzt erstmal bevorzugt das genommen aber das klebt auch und das werde ich dann als nächstes verwenden. Das Balea Duschpeeling hatte das letzte Mal noch 34, wo ist es denn? Falsch. Sehen alle gleich aus, sind alle aus dem Adventskalender. Hatte das letzte Mal noch 34,17 Gramm und jetzt hat es noch 11,71, das ist also nur noch die Verpackung und das ist leer bis zum letzten Rest. Ich habe es ausgespült,
War also so eine lilafarbene Flüssigkeit. Fand ich ganz nett. Der Geruch ist ein bisschen, ja, ist nicht so der Renner, aber es geht. Und bleibt ja auch nicht auf der Haut. Also das ist jetzt hier die Nummer 2, Dreiviertel quasi, weil da ist ja, ich glaube, da ist nicht mehr viel drin. Ich muss mal gucken. Aber bei dem Schaumzeug, da täuscht man sich auch immer. Doch, es kommt noch was raus. Also 2. Lassen wir es mal bei 2. Die Nummer 4, Balea Shampoo. Das ist, glaube ich, das hier. Magic Winter, da waren das letzte Mal noch 46,4 Gramm drin, das war auch das Stadtgewicht. Und jetzt hat sie noch 27,27 Gramm. Also viel ist nicht mehr drin, die ist bis zum nächsten Mal leer. Dann kommt die Balea Spülung. Die ist auch aus dem Adventskalender, auch Magic Winter. Die hatte das letzte Mal noch 49,54 Gramm und hat jetzt noch 42,4 Gramm. Die habe ich jetzt daheim an der Badewanne gelassen. Vorher hatte ich die ja mitgenommen zum Sport. Aber jetzt hatte ich ja die ganze Zeit die wahre Schätzemaske dabei und da habe ich gedacht, verwende ich die daheim. Also die kriege ich auf jeden Fall leer, das ist kein Thema. Rituals of Sakura ist meine Nummer 6. Bei den Pröbchen und die hatte das letzte Mal 44,24 Gramm und hat jetzt noch 40,93 Gramm. Die werde ich dann also quasi, erst habe ich die jetzt, mache ich jetzt die leer und dann nehme ich die noch mit zum Sport. Also die kriege ich auch noch leer, auf jeden Fall kein Thema. Manchmal, ich habe auch schon mal gewechselt, aber es ist Quatsch, wenn ich beides mitschleppe. Ich mache jetzt erst eins leer und dann das andere. Ist nicht mehr so viel. Dann wäre last but not least noch die Balea Haarkur. Die habe ich. Wo habe ich die denn? Vorführeffekt. Ach. Wer sucht, der findet, ne? In meinem Sporttäschchen. Die habe ich hier, die werde ich jetzt umfüllen nach diesem Video und nehme die dann mit zum Sport und werde die dann für die Sauna verwenden. Mal gucken, ob die besser ist als diese wahre Schätze. Die riecht halt gut, aber nützt ja auch nichts, wenn es nichts tut, ne? Also, ja, die habe ich also bis zum nächsten Mal auf jeden Fall leer. Das nächste war die Nummer 8, die Haarmaske, die ist schon leer. Die Nummer 9 war die Verwöhnmaske. Die ist ja leer. Und die Nummer 10 war die Feuchtigkeitsmaske. Die ist auch leer. Ja, also mein Resümee ist 1, 2, 3, 4, 5 leere Sachen von 20. 5 Sachen sind fast leer. Und wenn ich richtig gezählt habe, sind 4 Sachen, bei denen ich ein bisschen Bedenken habe, dass ich die nicht packe. Das wäre dann so ungefähr 15, 16 Teile, die leer geworden wären von 20. Das wäre ja eigentlich ein ganz guter Schnitt. Gucken wir mal, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Es wird wohl kein Update mehr kommen, erst jetzt nur noch diese Endgeschichte. Mal gucken, das Resultat quasi, das Resümee. Und ich bin gespannt. Ich muss auf jeden Fall dranbleiben, darf nicht so viel wechseln, das mache ich ja immer ganz gerne, was auch ein bisschen schwierig ist beim Baden, ne? Deshalb hat ja auch das jetzt so lange gedauert, trotzdem es ja nur ein Duschgel quasi ist. Aber man lernt ja nie aus, ne? Und für mich ist es auch interessant zu sehen, wie ich mit den Sachen umgehe und ich bin auch froh, wenn sie wechseln. Und mich mir mal wieder was Neues kaufen darf. Ja, Mädels, wie läuft es bei euch? Ich bin gespannt, eure Updates zu sehen, falls ihr noch mal welche macht. Ansonsten schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr gut vorankommt oder nicht. Oder wer vielleicht sonst noch so mitmacht. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und zugeschaut habt. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da, einen Kommentar oder vielleicht ein Abo, falls ihr noch nicht bei mir abonniert habt. Ansonsten liebe Grüße an alle neuen Abonnenten. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Bis bald.